06 TV wird Ihnen präsentiert von den LVM-Versicherungsagenturen Paul Everding und Manuel Pieper. Nico Kulis, den Pokalabend habt ihr heute mit 4:0 sehr souverän gestaltet. Das war bei der Aufstellung vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten, aber ihr habt es richtig gut gemacht, kann man so sagen? Kann man so sagen, ja. Neue Truppe. Wir wussten, dass viele kleine Fehler drin sind, weil man sich halt noch nicht so kennt und noch nicht die Spiele gemeinsam bestritten hat. Aber wir wussten auch, dass wir Qualität haben und dass wir dieses Spiel auch gut bestreiten können. Das wussten wir von Anfang an. Vor allem in Halbzeit 1 sah es jetzt auch nicht nach so vielen Fehlern aus. Da lief der Ball, finde ich, im Gegenteil sehr, sehr gut. Ja, genau. Da nimmt man sich halt auch das Selbstvertrauen her aus der ersten Halbzeit. Da wussten wir dann, okay, hier geht wirklich was. Aber wie gesagt, auch die U23-Jungs, die haben es sehr, sehr gut gemacht. Die sind direkt reingekommen, haben sich präsentiert und waren voll da. Das war ja kein niederklassiger Gegner, das war ein Liga-Konkurrent. Ihr kanntet ihn schon, hat das auch ein bisschen geholfen? Wahrscheinlich schon, ja. Also wir konnten uns gut darauf einstellen, weil wir sie schon kannten. Aber nichtsdestotrotz ist Pokal und es ist nur ein Spiel. Und die haben auch alles in die Waagschale gelegt, deswegen ging das dann um alles. Aber die nächste Runde ist eingetütet und dann macht so ein Abend auch in der Konstellation Spaß zusammen. So ein Abend macht Spaß, ja. So ein Abend macht Spaß. Torben D., dass die nächste Pokalrunde ist gebucht. Das auf eine sehr starke Art und Weise, wie ich fand. Wie hast du es auf dem Platz heute erlebt? Ja, genauso wie du eigentlich. Also ich war nicht überrascht. Ja, doch, vielleicht schon, weil wir es echt so klar gespielt haben. Weil wir ja doch mit einer Truppe auf dem Platz standen, die, glaube ich, so auch nie zusammengespielt hat, auch nicht trainiert hat großartig. Gestern beim Abschlusstraining mal kurz. Und dass wir dann so eine Leistung hier heute abliefern gegen Liga-Konkurrenten und so eindeutig 4-0 gewinnen, kann man, glaube ich, können alle sehr, sehr stolz heute sein, die daran teilgehabt haben. Du sprichst es an, es war sehr stark, es war vor allem auch spielerisch stark, es waren Spielzüge dabei, die sahen richtig gut aus. Wie schafft man das, wenn man sonst eigentlich nicht so oft zusammenspielt? Boah, also viel individuelle viel individuelle Qualität auf jeden Fall. Wir haben vorher im Kreis gesagt, ey, lass uns einfach Spaß haben, lass uns auch erstmal auch die Zweikämpfe gewinnen, einfach Fußball spielen und dann, wenn du halt ja, schöne Spielzüge anspielst, das kommt dann auch von alleine, wenn man Spielfreude mitbringt. Und ich meine, ich glaube, jeder hat heute Bock zu spielen, jeder wollte sich zeigen auch. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Wie du es gerade angesprochen hast, da macht so ein Pokalabend auch einfach Spaß. Ja, ich muss auch echt sagen, also was heute schon wieder für eine Stimmung in der Bude war, es war schon sehr, sehr geil. Und auch für die Jungs, die, ich glaube, heute zum ersten Mal dabei waren, gerade dieses Feiern auch vor der Kurve. Ich glaube, das ist nachträglich, wird uns das allen sehr, sehr gut tun. Sascha Hildmann, du hast es vor dem Spiel gesagt, ihr habt einen breiten und qualitativ guten Kader. Dann gewinnt ihr so ein Spiel 4-0. Ich glaube, einen besseren Beweis kann man nicht liefern. Ja, ich freue mich total. Ich glaube, man hat heute gesehen, dass wir hier eine ganz wundervolle Mannschaft haben, die wirklich auf dem Punkt da war und heute auch so, wie sie noch nie zusammengespielt hat, wirklich eine ganz tolle Leistung gezeigt hat. Und ich freue mich für jeden einzelnen Spieler, weil die das Vertrauen dann auch absolut verdient haben. Das sieht man. Und wir auch keine Angst haben, das alles so zu tun, weil wir unseren Spielern eben auch vertrauen zu 100%. Und sie geben es zurück. Und aber auch die Zuschauer heute wieder, 3200 im Pokalspiel da, wunderbare Stimmung gemacht. Preußen ist im Moment echt, macht viel Spaß. Man hat den Jungs die Spielfreude auch richtig angesehen auf dem Platz. Ja, die wollten kicken. Ne? Also wir haben uns auch fest vorgenommen, den Gegner früh unter Druck zu setzen, hoch zu pressen, zu Fehlern zu zwingen. Ich glaube, das erste Tor von Gerrit Wegkamp, die super Flanke von Dennis Bindemann. Ob das Abseits war, weiß ich nicht, aber so ging es schon los mit einem Paukenschlag. Und so ging es dann weiter. In der ersten Halbzeit haben wir hier echt viel investiert, viel Druck aufgebaut und uns dann auch mit den Toren belohnt. Und ich freue mich wirklich total für jeden Spieler. Man sieht auch, dass wir haben U19 Spieler jetzt eingesetzt, wir haben U23 Spieler eingesetzt. Dieser Preußenweg über die Jugend ist genau das, was wir wollen und wir leben das auch und das hat man heute wieder gesehen. Wenn die Jungs dann auch mit in die Kurve gehen können und genauso abgefeiert werden wie nach einem Ligaspiel, dann besser geht's nicht. Besser geht's nicht, für die ist das natürlich das absolute Highlight. Ich freue mich auch total, sollen sie auch genießen, dürfen sie auch genießen und haben sich aber auch erarbeitet, ne? Durch gute Leistungen in der U23 bzw. U19 haben sie es dann auch verdient, da mitgenommen zu werden und ich bin sehr froh, dass es so ist und dass sie es gerechtfertigt haben.